So, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge XCOM der Iron Man Challenge. Ihr habt nicht wirklich viel verpasst, außer dass ich jetzt gerade anfange, das Kybernetik-Labor zu bauen. Ansonsten ist nicht allzu viel passiert. Damit stürzen wir uns jetzt in die nächste, ins nächste Gefecht. Aber vorher müssen wir anscheinend ein neues Forschungsprojekt machen. Sind sie doch relativ weit gekommen. Dann machen wir jetzt die Schalenrüstung. Oder. Denn ein bisschen HP könnte unseren Leuten echt gut tun. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Oh. Eine Übertragung vom Rad. Dann wird das eine recht wichtige Mission werden. Eine Bergung. Ein Alien-Angriff. Okay. Das können wir machen. Wir kriegen sogar einen Sergeant, wenn wir das schaffen. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. So, okay, wir könnten natürlich unsere Farouk mitnehmen, aber ich würde sagen, unser Maximilian Braun könnte sich jetzt erstmal bewähren. Wir haben natürlich unseren Corporal Fournier dabei, unseren Franzosen, der bis jetzt noch kein einziges Mal getroffen hat. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Dazu kommt jetzt noch mal... ich würde mal sagen, unser Anatoly Volkov, der könnte sich auch wirklich eine neue Beförderung ergattern damit. Und die könnte, ich glaube, die brauchen wir eher weniger hier als Stürmerin. Sondern wir könnten jetzt gucken, dass wir nochmal mit der Fumiko Fujita ein wenig aufräumen hier. So, wir gehen jetzt auf Gegenstände abgeben. Ansonsten haben wir nämlich keine Medikits. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich ziemlich oft brauchen. Deswegen gebe ich gleich mal unseren ganzen Unterstützern Medikits mit. Moment. Die Soldaten brauchen keine Medikits. Du kannst wieder eine Granate kriegen. Viel besser für dich. Unser Scharfschütze kann eine bekommen, weil der geht eh nie nah ran. Ach, der hat zwei Granaten. Ja, dann. Dann darf auch hier unsere Fujita ein Medikit mitnehmen. Dann ist das erlaubt. Bin ich mal gespannt, in welches Land es uns diesmal verschlägt. Amerika oder Kanada? Kanada, glaube ich. Beides ist so ein... Es könnte tatsächlich so ein Graubereich sein. Ich glaube, hier vorne der Teil ist noch Amerika. Und das hier ist noch Kanada. Es könnte dann so um Seattle herum sein. Ich habe es ja mittlerweile gelernt, dass es an der Westküste ist und nicht an der Ostküste. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Okay, Operation Fallender Prophet. Scheinen auf einer nicht Hauptstraße, sondern eher auf so einer Autobahnbrücke zu kämpfen. Könnte interessant werden. Oha, ich erinnere mich, ich habe das schon mal gemacht. Peter Van Dorn und seine Begleiter wurden von einer Detonation erfasst, die eine nahegelegene Brücke zerstört hat. Zudem empfangen wir Signale von Feinden, die sich in der Gegend sammeln. Stellen Sie fest, ob Van Dorn noch lebt und bringen Sie ihn heil zurück, ehe das Gebiet überrannt wird. Ja, ist gut. Sie sind das Team, das Van Dorn raushauen soll, oder? Er ist vorausgelaufen und sucht einen unserer Männer, der von der Explosion erfasst wurde, als diese Freaks die Brücke hochgejagt haben. Wir sind nicht in der Lage, diese Dinger auszuschalten. Wenn Sie Van Dorn holen, machen wir uns auf den Weg zu Ihrem Flugzeug. Ja, super Aufteilung. Ja, diesmal habe ich aber auch schwere Artillerie dabei. Zwei Leute mit Raketenwerfern könnten ausreichen. Außerdem stimmt, unser Maximilian Braun ist ja auch dabei. Schauen wir mal,
wie der sich schlagen wird. So, diesmal müssen wir ja keine Dinger einsammeln. Diese Meldkanister. Könnte also recht gelassen werden hier. Ich müsste mit dem Scharfschützen gar nicht mal so weit nach vorne, weil der ja jetzt Truppsicht hat. Truppsicht ist dann eben, er sieht genau das, was der Trupp auch sieht. Das heißt, ich werde ihn bis da vorne hinbringen. Wollte gerade sagen, und von da aus müsste er sicher sein, aber nein. Ich empfehle es lieber einfach in die Luft zu sprengen. Ich habe schon zu oft auf die gute Frau hier gehört und dann ist alles fürchterlich schief gegangen. Das möchte ich nicht tun. Gehen wir dahin. Ich muss eh mit einem gleich runtergehen. Wir haben ein neues Ziel. Ja, wir haben ein neues Ziel. So, er geht auf jeden Fall in den Feldposten, falls da doch jemand hochkommt. Und er... Achso, sie. Entschuldigung. Na, bis da vorne hin könnte es gehen. Okay. Spaß haben. Tja, du hast nicht mal eine Waffe. Als ob du da unten gerade Spaß hättest. Du gehst dahin. Warum sind die alle nicht so weit? Geht doch. Ich sehe die einfach nicht, das gibt's nicht. Ich hatte den extra dahingestellt, damit er die da gut sehen kann. Aber nein. Machen wir das so. Er sieht zumindest schon mal einen. Ja, okay, komm. Er hat ja zwei Granaten. Dann fällt da schon der erste. So. Wo haben wir denn da den zweiten? 71% Trefferchance. Das höre ich gerne. 71 ist gut, das machen wir. Sehr schön. Das finde ich gerade mehr als gut. So, dann bleibt ab uns aber noch der Miese da. Der irgendwo hier unten sich versteckt. Der wahrscheinlich dann auch gleich wieder hochkommt. Dann versucht auf einen von uns zu schießen. Ja, da ist er schon. Mann kaputt. Jaha. Kaum hat der Franzose seinen Pink an, dann trifft er auch mal. Ja. Kommen Sie jetzt hier runter oder nicht? Nein, ich bin FS nicht. Erschieß mal den halt. Ja. 5 Punkte für Gryffindor. So, der Franzose kann jetzt runter. Ziel in Sicht. Gott sei Dank sind Sie da. Ich lebe noch. Im Gegensatz zu vielen von meinen Jungs. Verschwinden wir von hier, bevor noch mehr von diesen Dingern auftauchen. Commander, wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Sky Ranger bringen. Ziele wurden aktualisiert. Jo, okay. Ich weiß nicht, zu welcher Truppe Sie gehören. Solch eine Ausrüstung habe ich bisher noch nie gesehen. Das reicht nicht. Schade. Dann machen wir es uns jetzt einfach. Du wirst jetzt zur Eskorte. Du nutzt die Zeit, die dir noch bleibt. Noch schießen sie ja nicht.
So, unser Scharfschütze hält die da hinten in Schach. Die hält hoffentlich den Rest in Schach, der noch kommt. Und du kannst... Ah, du kannst ja tatsächlich noch was werfen. Aber es reicht nicht. Kannst du noch was schießen? Nein, du kannst nichts mehr schießen. Schade. Du könntest hier nochmal in Deckung gehen. Obwohl, nein. Ein richtiger Franzose tritt immer den Rückzug an. So. Okay. Ja, der kann mit die Deckung. Kann man mit an der Deckung arbeiten. Nähert sich ihrer Position. Augen auf. Naja, die bösen Aliens. Sehr schön. Oh. Ah, okay. Richtig gut geschossen. Richtig gut. Das gefällt mir. Sowas brauche ich in meinem Team. Wenn wir hier lebend rauskommen, hoffe ich nur, dass ich es diesen Bastarden noch einmal heimzahlen kann. So, 100%, ob ich das wohl schaffe. So, Herr Neumann. Schöner Schuss. Würde ich sagen, nochmal ein paar Schritte nach hinten und wieder auf Feldposten. Du kommst jetzt zurück. Du kommst auch zurück, aber wirst nachladen. Du kommst so weit zurück. Müsste noch reichen. Ja, es reicht noch. Um nochmal auf Feldposten zu gehen. Gefechtsbereitschaft. Na, das sollte ja für einen Feldposten reichen jetzt. Reflexschuss. Daneben. Daneben geschossen. Schieß mir doch nicht daneben. Naja, schlechte hättest du bestimmt auch nie aufgenommen. Der kann nix. Der kann nix. Wo sind meine... Da sind meine Heavys. Da und da. Kann ich beide damit erwischen? Nein, die sind viel zu weit auseinander. Ich könnte den töten. Und müsste gucken, dass ich den irgendwie wegkriege. Der könnte echt böse werden. Müssen gucken, dass wir... Der könnte eh nicht schießen. Dann gehen wir mit dem bis hier vorne hin. Können wir da? Nein, können wir nicht. Können wir auch nicht. 38%. Ah komm, was kostet die Welt? War nix. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Bist du jetzt tatsächlich durch die Giftwolke gerannt? 61%, das klingt eigentlich ganz gut. Wenn man treffen würde. Gibt's doch gar nicht. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ich könnte den in die Luft jagen quasi. Oder den. Leider kann beides für ihn den Tod bedeuten. Das heißt, entweder ich renne jetzt mit einem irgendwo hin und hoffe, dass beide ihren Reflexschuss verpassen. Oder ich habe
Es gibt die Möglichkeit, dass der Kerl jetzt in der nächsten Runde stirbt und damit ist mein Auftrag versaut. Es kann echt böse werden. Was mache ich? Ich kann nicht beides tun. Also ich kann nicht beide töten. Einen auf jeden Fall. Will ich mal gucken, dass ich den hier kaputt kriege. Einfach in der Hoffnung, weil entweder der tötet mich oder der tötet den da irgendwie. Die Wahrscheinlichkeit, dass der auf den schießt, ist etwas größer als dass der da auf einen anderen schießt. Für mich jetzt irgendwie. Daher stirb! Okay. Du musst auf jeden Fall den Kopf runterhalten. Und? Ah, er schießt auf ihn. Verdammt, sie haben die VIP verloren. Raus da, Strike One. Mission abgeblasen. Ja. Und damit ist unsere Mission auch gleich abgeblasen. Heißt, wir müssen jetzt echt gucken, wie wir hier wegkommen. Ich gebe Gas. Wie gesagt, ich hatte aber auch nur die zwei Wahlen jetzt. Zumindest habe ich nur die beiden gesehen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu nah an dem explodierenden Auto, das da gleich hochgeht. So. Weil entweder ich wäre jetzt mit einem von meinen Leuten gestorben oder die VIP. Nein, die wollen wir jetzt noch fortsetzen, bis alle drin sind. So, okay. Du rein mit dir. Du rein mit dir. Und wen haben wir noch? Dich da. Ja, das ist leider nicht ganz so gut gelaufen. Einsatz abbrechen. Mission abgebrochen. Ja, Operation Fallender Prophet war dann wohl doch eher ein Fehlschlag. War dann wohl ein falscher Heiland. Naja, gut, kann man jetzt nicht viel machen. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Panik hat sich verstärkt. Egal. Sie haben ja nur uns. Von daher sehen wir uns in der nächsten Folge.